liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir waren zuletzt in Tirfit angekommen. Genau. Ich habe nebenbei doch noch ein bisschen geradet, also bewusst geradet, um mir ein paar Items zu holen. Oder TPs und ja, für den Fall, dass es doch eng wird. Also ich habe keine benutzt, ich habe keine keine Dynamax-Bonbons und sowas benutzt. Das ist schon mal klar. Das kann ich euch auch zeigen. Und für die Leute, die jetzt auch irgendwas geschrieben haben von wegen... Hier, seht ihr das alles? Ist noch da. Dass die mir gesagt haben, ja, du spielst jetzt gerade das zweite Spiel direkt hintereinander und alles drum und dran. Ja, ich spiele tatsächlich das, worauf ich Bock habe. Erster Linie das, weil ich liebe Pokémon. Das ist quasi meine Kindheit und auch momentan meine Gegenwart. Klar sind die Videos dann nicht so gut, wenn ihr beide Spiele direkt hintereinander kommen. Wir machen danach nämlich gleich weiter mit Let's Go Evoli. Mal was Älteres. Ja, das ist schön für dich. Ja, und ich hoffe, dass... Oh, das war ein Item. Und ich hoffe, dass das mit den Einstellungen jetzt auch passt. Ich weiß, dass viele Leute gesagt haben, ich rede zu schnell. Das ist mir tatsächlich bewusst. Das ist mir aufgefallen. Das weiß ich. Ja, seht es mir bitte nach. Ich hoffe, dass das jetzt auch passt. Und ich weiß auch, dass das Spiel wohl zu laut war. Ich habe jetzt die Spiellautstärke einen Ticken runtergedreht. Oder meine ist runtergedreht. Ein Ewigstein, sehr gut. Und dann hoffe ich, dass das jetzt alles soweit passt. Wenn nicht, dann gebt mir doch mal Feedback bitte im, in den Kommentaren. Ich kann es beim Schneiden tatsächlich nicht mehr groß ändern. Ich kann es nur halt jetzt in der Aufnahme ändern. Ich hoffe, dass es soweit funktioniert. Warum ich so spät reagiere, liegt daran, dass es halt die dritte Aufnahme in 3 Tagen jetzt hintereinander ist. Und ich mache heute noch eine 4. Aufnahme, also damit ich halt ein bisschen was durch bin. Ich bin nächste Woche quasi komplett nicht zu Hause. Dementsprechend habe ich ein bisschen vorzuarbeiten. Ja, und das tue ich jetzt hier auch. Und heute, ja, gehen wir in die Arena. Und ich hoffe, dass ich dann auch vom Sprechen her nicht zu schnell bin. Das liegt aber auch daran, dass es für mich ein Unterschied ist, ob jemand dabei ist beim Aufnehmen oder nicht. Momentan bin ich alleine. Das heißt, ich bin nicht alleine. Ich bin alleine und ja. Genau. Ich erzähle wieder Scheiße. Ich bin alleine. Meine Freundin ist momentan außer Haus. Das heißt, ich hoffe, dass ich mich ein bisschen besser konzentrieren kann. So, das ist der gute Hop. Ah, gib dir das, Kev. Ich hab den Pflanzenorden. Das ging fix, was? Tja, wenn es um Volley geht, nicht umschlagbar. Hä? Was ich damit meine? Ja, das wirst du gleich sehen. Keine Angst, du packst das bestimmt auch. Du bist schließlich mein Rivale. Gut. Dann machen wir heute uns in die Arena auf. Und die Leute, die Pokémon Schild verfolgt haben, die wissen natürlich, was jetzt auf uns zukommt. Für die Leute, die neu dabei sind, die wissen es natürlich nicht. Deswegen, Hilfe. Ich wollte eigentlich in der Arena bleiben und mit den Typen hier anquatschen. Nick und Balduin, den hatten wir ja schon bei der Eröffnungsserie vor dem Stadion stehen. In Engine City. Und der gibt es bestimmt wieder einen Ball. Hey, ich bin's, Balduin. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich einen ganz tollen Ball für dich. Ja, ein Freundesball. Fängst du ein Pokémon mit einem Freundesball, ist dir gegenüber sofort zutraulich. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokédex steckt, oder? Ja, ich werde wahrscheinlich... Ich weiß noch nicht, ob ich den nehmen soll, weil ich möchte ein Pokémon tatsächlich, was sich dann per Freundschaft entwickelt, ins Team nehmen. Welches das ist, weiß ich noch nicht. Also, weiß ich schon, aber... Lass dich überraschen, das dauert ja noch eine ganze Weile. So, was haben wir hier noch? Wenn die Arena-Mission nicht erfüllt, kann auch den Arena-Leiter dich herausfordern. Richtig? Was die wohl besteht? Ich bin so gut im Tanzen. Das hilft. Oh. Ich schaffe es einfach nicht, meinen Galar Mauzi zu fangen. Wenn du uns hast, würdest du gegen meinen Mauzi tauschen. Moment, ich guck, ich hab sogar eins. Ja, hier. Wir brauchen es eh nicht. Boah, das ist so süß. Du willst dieses Monster wirklich mit mir tauschen? Ja, klar, kannst haben. Ich kann mir auf Route 4 immer wieder neue fangen. Die Route hier vor, kannst du eins fangen. Jojo möchte das Pokémon haben und der gibt es dafür ein Kanto-Mauzi. Was Münzeball heißt. Na gut. Dankeschön. Cool. Oh, das ist ja Skala meiner Träume. Vielen Dank. Schon cool, dass es Pokémon gibt, die den gleichen Namen haben, die sich von Aussehen vom Typen her nach Region unterscheiden.
Ja, das ist auch in Alola zum Beispiel so, das ist auch hier gerade in Gala so. Kalte Pokémon unterscheiden sich ja auch, sind ja auch einige dabei. Smogmog und Zickzacks und was weiß ich noch alles. Eine regionale Form werden wir sogar auch ins Team nehmen. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Gucken wir mal, was die hier sagt. Du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Wenn du dir die Pflanzen ordentlich schnappst, merke ich mir deinen Namen. Okay, dann machen wir das doch gleich. Feuerattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Das gehört zum Grundwissen. Ja, deswegen habe ich bewusst auch mein Vulpix an erster Stelle stehen. Ha, ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass mich erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen. Und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, hältst du vor allem von insgesamt 8 Arena-Orden. Was ist eine Arena-Mission? Wer eine Arena-Leiter herausfordern will, muss zunächst die jeweilige Arena-Mission bestehen. Arena-Missionen sind im Prinzip also kleine Eignungstests. Außerdem hält jedes Arena-Stadion eine andere Mission für Herausforderer bereit. Möchtest du gleich eine Arena-Mission versuchen? Oh ja, klar. Ja gut, dann solltest du erstmal deine Uniform schlüpfen. Dies ist bei der Arena-Mission Pflicht. So ist es. Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. So, dann geht's mal los, liebe Leute. Erste Arena. Ich hab schon ein bisschen was verplempert an Zeit. Also fast über 5 Minuten, 6 Minuten verplempert. Haben noch nicht viel gemacht. Aber gut, wir haben einen Endgame-Tausch gemacht, tatsächlich. Ne, mal abgesehen davon. So, hier werden wir wahrscheinlich eine Entwicklung haben, weil ich glaube, Level 21 entwickelt sich Myrapla, das sollte kein Problem sein. Und jetzt weiß ich, was der gute Hopp meinte mit Wollies. Okay. Die Mission, die der Arena-Leiter von Türfel für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Wolli zu dieser Heuballenwand zu treiben. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun dann, wir wieder eine Arena-Mission beginnen. Okay, unsere Aufgabe ist es tatsächlich hier so ein bisschen Hirte zu spielen. Dementsprechend diese Wollies hier, indem man einfach in die Nähe geht. Du warst zu tragen. So, die drei hier auch mitnehmen. So, 20 Stück sind das insgesamt. 17 haben wir schon drauf. Links ist ja eine Uhr, dann zählt ja das. Da, genau, die war die 20 von 20. Passt. So, dann haben wir hier einen Voldi. Und davor ist der erste Trainer. Ja, Voldi ist dafür da, um diese Pokémon, die Wolli, wieder auseinander zu treiben. Das schafft es nicht. Zumindest hier nicht. Denn die nächsten 20 sind schon da. Und wir nehmen den Trainer hier mit. Wir brauchen nämlich wirklich Erfahrungspunkte, liebe Leute. Willkommen, Arena Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nützlich persönlich. Das ist mein Job. Rowan. Mit einem Conti, das kennen wir ja schon. Das haben wir ja uns auf Route 3 gefangen. Ich habe übrigens keine neuen weiteren. Ich glaube, ich habe ein paar neue Pokémon gefangen, die Raids halt, ne? So. Latte. Ja, gut, okay. Sein Vulpix ist kein festes Team, nur die ist mir so richtig egal, sonst hätte ich mir versucht, einen Vulpix zu fangen. Ich finde, das passt einfach ein bisschen besser. Ich dachte so für solche Dinge. Manche Leute dachten TV, EV und was auch immer Wesen. Und ich aber eher nicht so, sondern ich achte eher auf die Geschlechter und auf die Bälle. Ich versuche meistens die Pokémon passend zum Geschlecht und zum Pokéball zu fangen, dass es einfach besser aussieht. Na gut. Du und deine Pokémon sind eine Einheit, so wie es sich für eine Arena-Challenger gehört. Sein Voldi ist zurück und hier haben wir es mit einem zu tun, auf jeden Fall. Aber davon ist der Arena-Leiter, der Arena-Trainer. Den müssen wir uns holen. Dann haben wir nämlich die Bahn, glaube ich, frei. Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust anzulassen und ungehemmt ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Jo. Ja, gut, den Vorteil hatten wir hier ein Pokémon-Schild. Da haben wir ja mit dem Feuerschatter bekommen, durchgearbeitet. Jetzt haben wir das ja das Problem nicht.
Das andere Problem, jetzt habe ich einen Wasserstarter und mit dem kann ich hier angekommen arbeiten. Deswegen arbeite ich hier mit Bulbis. Dafür haben wir den Vorteil, dass wir dann in der dritten Arena mit dem Feuerstarter, mit dem Wasserstarter doch einen deutlichen Vorteil haben, weil. Kriegen wir schon irgendwie. So. Unser Feuer-Pokémon, das kriegen wir erst. Ziemlich spät. Ja, was heißt ziemlich spät? Ich glaube, noch eine dritte Arena, vielleicht noch 5 noch wieder erst. So, Level 22 für Fleckleon, Level 18 für Vulpix. Und jetzt kommst du mit einem Pokémon, was ich selber im Team habe. Girappler. Ja, ich habe es bei der Kotzerbank gefangen. Weil ich brauche den Pflanzen-Pokémon. Und schnell werde ich heranzuziehen gehen. Gut, den Schild hatten wir ja. Auch sehr spät erst ein Pflanzen-Pokémon mit Knapfel. Ja, dann haben wir es sogar zu lange sehr früh. So, ich nehme mal meine Flasche Wasser mit. Ja, den Mann. So, mal was zu trinken ein bisschen. Gerade beim Aufnehmen, wenn ich heute ein bisschen was zu tun habe. So. Gut. Genau, die Wollis müssen wir noch dahin bringen. Der Vorteil ist, dass das Voldi jetzt zurück ist bei ihm. Dass es uns jetzt nicht stören wird. Ich glaube, einen haben wir noch. Ja, einen haben wir noch und davon sind schon zwei. So, die 20 Voldis sind drauf. Und wir müssen nochmal ein bisschen arbeiten. Das heißt, zwei Trainer, zwei Voldis, zwei Trainer. Oh, oder hast du nur einen Trainer? Weiß ich gar nicht. Also nehmen wir erstmal den Trainer hier mit. Die gute Alina. Nein, Frohball. Okay, dann drauf. Gut, das Frohball hatte keine Chance. Ja, Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich direkt mit und dann kommt noch ein Girappler hinterher. Na, nicht ganz. So, nochmal. Und tschüss. Oh, schon Kikasauger jetzt? Okay. Dann nehme ich Megasauger raus. Dann brauche ich nicht zwei Saugerattacken, dann nehme ich einfach Megasauger raus. Wie geht das? Level 20 schon, okay. So, die ist Gott sei Dank schon weg. Und dann hole ich mir noch die Wollis hier hinten irgendwo. Das ist beide Wollis da. Ja, Wolli, klingt alles ziemlich gleich. So. So, dann nehmen wir das mit. Die sind drauf. Alle 20 und damit haben wir die Arena-Mission geschafft, liebe Leute. Gut, und dann können wir tatsächlich jetzt heute hier an die erste Mission bewegen. Unseren ersten Ordner kämpfen. Heute dürfen wir Yaro herausfordern. Sehr geil. Cool. So. Wir kriegen ja demnächst unser nächstes Team-Mitglied schon, ne? Nächste Folge, glaube ich sogar schon. Naja, gute 5, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ein Stückchen so trinken.
Mein Arena-Stadion ist für die erste Anlaufstelle für alle frisch gepackten Arena-Challenger. Da gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich meine besonders knifflige Arena-Mission überlegt. Dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab! Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr für mich, alle Register zu ziehen und meine Pokémon zu Dynamaxen. Das wird ein spannender Kampf. Ups, ich habe vergessen, meinen Vulpix auch zu heilen. Das wird dann. Naja, was müssen wir auf die Reihe kriegen? Entweder wir kriegen böse auf die Fresse oder wir rocken das Ding. Er hat auf jeden Fall zwei Pokémon, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Aber er fängt mit Cortinian. Eine sehr fetzige Musik auf jeden Fall. Wir hätten die Möglichkeit zu Dynamaxen. Drei Runden lang geht es. Ja, es ist halt das Problem, ne? Wir haben es halt. Level 19, okay. Kanon. So, das Cortini ist schon mal eingeäschert. Bully fällt genauso wie Flecklion raus. Jetzt warte ich auch mal meinen Bully. Zieht ihm quasi so eine Runde weg vom Dynamax. Und spielt das Spielchen dann mit Dynamax Evoli. Mit Vulpix. Ich ziehe jetzt einfach eine Runde hoch. Ich opfer jetzt meine Pokémon. Also zumindest ein, zwei Stück. Ich nehme ihn nicht auf die leichte Schulter, definitiv nicht. Er wird ein harter Gegner sein, weil sein Kurt Tobi, die Weiterentwicklung von Cortini, wird sich mit Sicherheit weiterentwickeln. Also, deine Maxi. So, kann er Vulpix hochziehen? Anders ist es halt nicht machbar, ne? Ja, war klar, das war Dynamax. Das war fast klar, das. So. Tobi, das wird nicht ohne werden. Definitiv nicht. Dass du jetzt natürlich mit deiner Pflanzenattacke kommen wirst, ist mir sowieso klar. Wie gesagt, nochmal, ich auch weiß. Ja, dann ja. Ja, das kann ich einfach überleben. Ja, ich versuche dich irgendwie raus zu. Das irgendwie noch rauszuzögern. Ich versuche es dann Dynamax zu zögern. Das war jetzt eine Asia-Variante, aber warum nicht? Erstmal auf Nadelrakete. Oh, wir können sogar anfangen. Komm, bitte jetzt füllen wir. 3. 4. Und sogar 5. Jawohl, ja, 5 Stück. War nicht besonders viel, aber wir haben es trotzdem ein bisschen was abgezogen. So, damit war das eine zweite Runde. So, wir spielen das ganze Ding jetzt mit. Wie geht das speziell wahrscheinlich? Das ist klar, es wird ein Pflanzen-Pokémon sein. Die Frage ist, was machen wir? Ja, dann. Okay, gehen wir drauf auf die. Ziehen wir einfach mal kurz hin. Oh, das reicht. Wunderbar. Dann kann ich meine Wall hochziehen. Zumindest die. Also ich will auf jeden Fall mal hochziehen. So, dein Kotomi ist jetzt mal weg. Also was heißt weg? Es ist zumindest mal sein Dynamax los. Und ich knall auch einen Reflektor hinterher für den Fall, dass du irgendwas auf die Idee bringst.
So. Den Spezialangriff ziehen. Ich hab meinen Dynamax wieder noch. Und jetzt ist seine Heilung weg. So, drauf. Jetzt kriegt ihr sogar mit Terra da runter und braucht nicht nochmal Wirpix. Tatsächlich noch ohne Dynamax. Ich habe noch keine. Also wenn ich mach das nur, wenn ich das Vulpix reinbringen kann. Ah, fast. Auf jeden Fall das. Wir bauen das nicht schön wieder auf. Zieht aus dem Reflektor wieder hoch. Ich will nur für den Fall, dass er mir tatsächlich doch irgendwie mit dem Quid oder sowas das Ding der Kehrer da rausnimmt. Deswegen ziehe ich einfach nur die Spitze einfach wieder hoch. So, jetzt nochmal Käfer trotzdem, dann müsste es eigentlich erledigt sein. Ich baue nur eine Wand auf. Aber es reicht. Ohne Dynamax holen wir uns den ersten Orden. So, Vulpix Level 19. Ja, das ist immer, ich dachte mir, wir kriegen eine Entwicklung zu sehen. Aber nicht. Schade. Oh, so verwelkt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. Du hast dich richtig in den Kampf reingekniet. Und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge eine Arena-Letter besiegt. Um der Leistung zu ehren, vielleicht hier mit den Pflanzenorden. Ja, den ersten Orden haben wir. Sehr geil. Und du kannst jetzt alle Pokémon bis auf Level 25 fangen. 8 Orden musst du da kämpfen, wenn du die Arena-Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei. Geh und zeig's den anderen Arena-Leitern. Mein herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen den Arena-Leiter Yaro. In Anerkennung dieser Leistung überreiche ich dir diese TM. Hier, bitteschön. Und zwar die Team 10. Zauberblatt. Und Yaros Uniform bekommst du auch noch. Aber bevor du fragst, das ist natürlich nicht das Echte. Natürlich sondern nur eine Nachbildung. Die Pflanzenuniform. Da ist Yaro nochmal. Nur zu deiner Information. Die Arena-Challenge sieht vor, dass du die Arena in einer festen Reihenfolge abgrast. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arena-Leiterin von Kilton, auf dem Plan. Rote 5 für dich überzeugt hin. Aber die Pflanzenordnung der Tasche könnte sich lohnen, vor allem Abschwächer in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich eine sehr starke Pokémon. Ist doch nicht gerade einfach, die Pokémon zu fangen. Der Level höher ist als der deiner Team-Pokémon, doch der Aufwand lohnt sich. Jo. Damit haben wir das heute erledigt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit der Route 5. Bis dahin. Wiedersehen.